So, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Endlich haben wir es einmal aus dem Büro rausgeschafft. Und wenn ihr dann am See seid oder im Freibad seid und euch einfach entspannt habt, dann schaut vielleicht trotzdem, dass das ein bisschen eine Übung macht. Wenn jetzt die anderen zuschauen, ist auch gleich, sollen sie mitmachen. Wer lacht, der soll mitmachen. Oder sonst regst du einfach ein bisschen das Denken an, das passt auch gut. Gell? Und Tommy hat die schon, dass wir einfach die Brustwirbel ein bisschen nach hinten aufmobilisieren. Sollen wir sonst auch immer machen, so im Sitzen auch. Und da ist wieder wichtig, dass den Unterbauch gespannt hält. Dass nicht einfach die ganze Spannung nur hinten ins Hohlkreuz reingeht, sondern dass du wirklich sagst, okay, Brustwirbelsäulen werden ein bisschen nach hinten aufmobilisiert, aber das Becken bleibt unten und Unterbauch ist gespannt. Gell? Von dem her. Du kannst auch ein paar Mal so schön aufwippen, das soll nirgends wehtun oder stechen. Einfach nur so leichte Mobilisation nach oben sein. Es muss nicht gleich dann die super perfekte Yoga-Übung sein oder Yoga-Position sein, sondern wirklich einfach nur die Mobilisation nach hinten einmal. Und da spürt es ein in euren Körper und atmet, also arbeitet mit der Atmung auch fest. Okay? Dass einfach sagt, auf und dann soll es unter dem Kreuz nicht wehtun. Wenn es wehtut, geht es ein bisschen zurück. Noch kurz halten und schön kann man durchatmen. Okay? Wenn es in den Schultern wehtut, probiert es unterschiedliche Positionen aus und sonst tut es eben wirklich mehr mit dem Rücken nach hinten auf und die Hände liegen einfach so ein bisschen so auf. Okay? Und dann gehen wir schön kamut nach hinten und schauen wir, dass wir so auch noch die Arme strecken und den Lat ein bisschen gedehnt haben. Okay? Und die zwei Positionen können wir auf jeden Fall immer wieder machen. Bei der Position nach hinten schaut halt, dass vielleicht niemanden hinter euch habt, dass ihr eine gute Position habt. Sonst eben beim Einmal aufstehen passt auch. Einmal nach hinten spannen und dann schön kommod aufstehen. Gut. Ihr könnt sonst auch schauen, dass ihr einfach unten in der Hocke ein bisschen seid. Unterbauch ist gespannt und bleibt dann einfach mal da. In dem Fall probierst du es gleich ein bisschen und geht schon. Bauch ist gespannt, die Wirbelsäule ist gerade. Jetzt habt ihr schon ein bisschen aufmobilisiert, das heißt, die Brustwirbel sind jetzt schon ein bisschen lockerer. Ihr könnt dann natürlich auch im Bauchlage die Dehnung machen, also dass wir schön die Brustmuskulatur gedehnt haben. Und sonst bleiben wir da unten, das passt auch. Da schauen wir wieder, dass wir mit den Knien nicht zu weit nach vorne gehen, sondern eher nach hinten, dass wir auch die hintere Oberschenkelmuskulatur angespannt haben. Okay? Passt, dann macht ihr das noch ein paar Sekunden und wir sehen uns bei der nächsten Übung, beim nächsten Video. Passt. Grüß euch.